So, Monate und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, ihr kennt mich, zwei Wochen wieder kein Video gemacht, aber auch einen kleinen Grund dafür, und zwar haben das vielleicht ein paar mitbekommen, ich spiele jetzt in Spanien. Ich bin momentan in Madrid und ich habe hier ein kleines süßes Zimmer, kann ich euch mal eben zeigen, ich hoffe ich werde jetzt hier nicht invaded. Ist eigentlich ganz klein, hier Bett, da vorne ist die Tür, ja, mehr ist da eigentlich auch nicht. Ein süßes Einzelzimmer und ja, ich spiele für die E-Monkeys in der spanischen Liga. Und falls ihr Updates wollt, etc., Bilder vom Team, vom Haus, alles mögliche, einfach unten in der Beschreibung auf mein Twitter gehen und da reinfolgen. Gut, das ist ein Recorded Gameplay. Werden wir versuchen, hier mal eine schöne Performance reinzuhauen. Und wir spielen Ryze gegen Victor. Das Matchup ist eigentlich relativ gut für Victor. Ryze gewinnt normalerweise die meisten Lanes, aber actually Victor ist so einer der Champions, die sogar gegen Ryze gewinnen können. Also müssen wir ein bisschen aufpassen. So, Lee startet Botlane, Victor startet Top. Das heißt, Lee wird Topside sein und die Crab contesten. Bei 3.15 die Crab spawnt er jetzt später. Spawnt er jetzt bei 3.15 anstatt gegen 2.30 oder sowas. Und ja, deswegen können wir hier pushen. Lee kommt ja Topside und kann uns dann backuppen. Okay, Victor hat einen Crafting Potion reingepackt. Das heißt, wir werden, denke ich, jetzt nicht traden, bis der Pot weg ist. Dann ist er nämlich ziemlich useless, der Pot. Generell lohnt sich fast gar nicht, in dem Matchup hier jetzt irgendwie hart zu traden, weil der Victor viel mehr Sustain hat als ich. Und... ah, okay. Ich dachte, ich werde jetzt gegankt. Muss mal warden. Nuno könnte eigentlich Topside sein. Aber es ist ein Gucci. Ich möchte halt eigentlich, dass er permanent sein Mana used, ohne dass er HP verliert, damit er halt die Corrupting Potions nur fürs Mana benutzen kann. Oder muss. Okay, warded. Uff, Botlane. No. RIP, Midlane auch tot. Was ist los? Dann würde ich sagen, pushen wir jetzt die Lane hier rein. Und holen dann Reset. Mal schauen, ob die Wave den Tower crasht. Muss die Wave halt unbedingt in den Tower reinbringen. Ja, das war ein guter Trade. Ich glaube, ich kann sogar stayen. Das Problem ist einfach Nunu. Aber ich glaube, ich gehe einfach Base und TP. Er wird genau das gleiche machen jetzt, oder? Ich meine, wenn ich jetzt auf die Lane TP, dann muss er auch. Ich glaube, wenn Nunu da ist, dann können die mich nicht killen. Vielleicht hätte ich mir einen Darksteel kaufen sollen, statt dem Mana Crystal, aber ist eigentlich relativ egal. Ja, wir traden jetzt hier TPs. Und ich lasse die Wave auf alle Fälle weiter zu mir reinpushen, weil Lee im Botset ist und Nunu halt mich ganken könnte jetzt. Also müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, den sollten wir schon haben. Nice. Well done. Ah, fuck. Ich hab's versucht, ihn rauszuholten, aber war leider nicht möglich. Scheiße. Mann, Team. Mann. Na, wenigstens steht die Kaiser noch gut. Oh, die ganze Wave können wir jetzt hier clearen. Bam. Das ist juicy, Mann, mit Ryze. Der Victor hat kein Flash, also können wir vielleicht versuchen, wieder einen Gank zu machen. Kommt doch mal, wie der Victor spielt. Fun Lane, ja. Fun Lane, vor allem wenn seine Botzeit 10-0 ist, meine 0-10. Das ist echt wundervoll. Und trailen wir ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er uns jetzt respektiert. Ich weiß nicht, ob der Sylas hoch rotieren hätte sollen. Aber ich push die Wave einfach rein und wir versuchen den jetzt, I guess, hier zu diven. Bruder?
Okay, ja, Adim. Good job, good job. Ey, das gewinnen wir doch. Safe, 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 safe. Wir müssen den Victor killen. Der kann nur den Weg nehmen, also. Nice. Gut, dass das Team mir den Kill gibt. Perfekt. Weil ich muss das Game carryen, deswegen sollten die einfach die Resources einfach weiter in mich packen. Jetzt können wir eigentlich Toplane ulten, um die Wave hier zu catchen. Ja, machen wir. Ach so. Ach so, Digga. 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 Ja, worth. Das war worth. Okay, ich bin raus, denke ich. Weiß jetzt nicht, warum Leader vorgeht. Er hätte einfach rausgehen können, aber jetzt ist er, glaube ich, tot. Aber es ist gut, dass wir den Infernal Drake bekommen haben. Oh, perfekt. Ich habe sogar ein Assist bekommen. Nice. Wait, kommt der raus? Lol, der hat ja richtig gesmurft. What the fuck? Können wir da nicht was machen? Nice. Kriegen wir da auch noch, oder was? Ja, Mann. Perfekt. Sehr gut. Und mit Tower. Und dann Reset. Fuck, Digga. Ich stay einfach, whatever. Der Nip ist tot. Naja, es sieht so aus. Es sieht so aus, als ob die jetzt snashen. Ja, okay, ich tippe hier auch. Ich glaube, ich kaufe mir einfach Blue Pot. Wir müssen irgendwas dagegen machen. Das war keine gute Hook vom Fresh. Okay, gehen wir einfach mit, oder? Actually, nee, ich kann nicht rausholten. Fight geht immer noch weiter. Ich kann nicht hier irgendwas machen. Die haben mir nämlich keine Vision. Ich kann nicht Zoe killen. Ah, sieht nicht so aus, oder? Ah, die werden einfach Botlane pushen. Ah, goddammit, ey. Oh Gott! Einfach die Sieve killen, Jungs. Nice, wunderbar. Den Nuno haben wir auch. Ja, wenn die jetzt nashen, dann. Dann bin ich sauer. Bin ich sauer und sad. So, haben wir uns Sweeper. Jetzt haben wir wenigstens Banshees, also können wir. Eine Zoe Bubble oder eine Zoe Q blocken. Victor E. Alles, was uns runterpoken kann. Genau, auch im Teamfeld wird es uns, glaube ich, halt. Was zur Hölle macht dieser Typ? Was? Junge, 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 Junge. Und die haben hier überall Vision. Und wir haben null Pink Wards. Ach, wunderbar, wunderbar.
Das war nicht so schlau. Ah, die haben Nash. Ah, whatever. Not fucking ever, man. Goddammit, Jungs. Ich habe mein Bestes versucht, aber es ist halt fast unmöglich, wenn der ganzen Bots halt so krass im Early Game gewinnt. Und für mich als Ryze gegen so Gems wie Galio, Sivir, Zoe. Obwohl Sivir war nicht mal das Problem, actually. Das Problem war einfach. Ja, ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht der 010 Thirst? Ich weiß nicht. Na gut, Jungs, falls euch so Videos gefallen, smash den Like-Button und subt rein. Und ich hoffe, wir sehen uns jetzt wieder öfter. Also, macht's gut, Jungs. Ciao.